Ja, Leroy hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Absoluter richtige Schritt, finde ich gut. Am Ende ist auch so ein kleiner Marker. Die Aktion von Vene ist, kann man auch rot geben, wenn wir danach nicht unclever sind. Ja, das ist der springende Punkt. Und das ist auch so ein Reifeprozess, so ein bisschen eine Drecksackmentalität. Ja, der wird gefoult, reißt sein Bein hoch, versucht den Leroy irgendwie in den Magen zu treten, trifft nicht. Ja, und dann bremst Leroy die Sicherungen durch und wir kriegen rot, wo ich aber auch als Gefüge funktionieren, vielleicht beim Gegner rot provozieren kann. Und wenn beide kein Rot kriegen, ist auch gut, dann spielen wir 11 gegen 11 fertig. Dann haben wir zumindest in der zweiten Halbzeit Chance, ein besseres Spiel zu machen. Nach der roten Karte, finde ich, haben wir es gut gemacht, im Rahmen der Möglichkeiten sogar dann noch hoch verteidigt und auch viele gute Ballgewinne gehabt, auch noch deutlich mehr Abschlüsse als vorher im 11 gegen 11. Gibt es noch Fragen? Ja, das verstehe ich. Verstehe auch die Sorgen der Fans. Habe ich ja gerade schon versucht, mal zu erklären. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe es nicht bereut. Es macht mir auch Spaß. Das ist ja normal, glaube ich, immer wenn man einen Job antritt, hat man immer die Hoffnung und den Glauben, dass es alles leichter von der Hand geht. Aber auch da geht es um die Akzeptanz, dass wir uns da rausarbeiten müssen mit allem, was wir haben. Das wird natürlich jetzt in den nächsten 3,5 Monaten nicht ganz so leicht, wenn es viel über Gespräche gehen, viel über auch nochmal reflektieren, dass wir die absolut perfekte Kaderzusammenstellung auch haben dann für ein Turnier, wo es um 13, 14 geht, aber dann auch um 5, 6 Spieler, die der Gruppe gut tun, ja, die wichtig sind für die Gruppe, aber vielleicht nicht stetig diese Spielzeit kriegen und halt auch überlegen, wie wir eben Spieler dann auch haben, die in der Lage sind, sich auch aus was rauszuarbeiten. Ja, das wird der Job der nächsten 3,5 Monate sein. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin nicht frustriert oder so, ich bin natürlich enttäuscht und bin ehrlich, Niederlagen gegen die Türkei oder jetzt auch Österreich, die tun schon weh. Ja. Ich bin auch öfter mal in Österreich, habe jetzt nicht Lust, dass jeder mich jetzt darauf anspricht die nächsten 3 Monate, aber es wird ein paar Mal passieren wahrscheinlich. Von dem her tut es schon weh, aber ich bin weit davon weg, in so eine Opferrolle zu kommen. Das mache ich gar nicht, weil es bringt mir halt einfach auch nichts, sondern wir werden versuchen, nicht über Palabern jetzt Euphorie zu wecken, sondern aktuell ist keine Euphorie, das ist verständlich. Abhaken und versuchen, die Euphorie in der nächsten Länderspielpause zu entfachen durch unsere Spiele und nicht durch Labern, weil es bringt jetzt eh nichts. Alles, was ich jetzt erzähle, dass es eine super EM wird, wir müssen es mal füttern mit dauerhaft guten Leistungen. Alles andere ist nur Palaver, das will ich nicht machen.